Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Ja, hallo, meine Fotzibärchens und... Hier, möge das Bier mit euch sein. Prosta Tanti Ralala. Das? Pingelingeling. Pingelingeling, genau. So. Rein damit. Das gute Kronwinterbier. Prostata Tiralala. Ich weiß übrigens auch, warum sie das nicht in Kisten verkaufen. Weil? Sondern nur im Viererträger. Ha. Weil wenn du da eine Kiste von trinkst, dann wirst du zum Biest. Der Meister der Überleitung, meine Damen und Herren. Der Meister der Überleitung. Und ja, richtig. Es wird heute biestig. Ja, ich wollte es gerade sagen. Danke. Nicht zwischen uns, das wird nie passieren. Da könnt ihr lange drauf warten. Aber... Wenn jetzt mal mein bezaubernder Kompagnon... Dir das Orko-Kissen gebe, ne? Das Orko-Kissen auch, vielleicht, vielen lieben Dank auch nochmal dafür, ne? Haben wir ihn hier, den Cartoon Beastman. Ja, aha. Könnt ihr ja auch schön sehen. Ach stimmt, da hinten steht Cartoon, auch mit den Farben wie, ja, Filmation halt, ne? Ja, die Cartoon Geil. Collection haben wir ja hier. Das eigentlich auch Regenbogenfarben? Auch auf dem Blister. Ja, das ist halt wie Filmation, ne? Ja, ja, das meine ich halt, Filmation-Sache. So, gucken wir mal direkt hier, Abenteuer der Rückseite. Ich dachte gerade, da oben wäre eine riesige Faust, aber das sind Eier, ne? Das sind Eier. Eier? Eier! Wir brauchen Eier! Wieso Eier? Ja, weil Beastman die in einer speziellen Folge von Filmation wegbeamt, um der klaut die Dracheneier mit Skeletor. Ah, was ist das von diesem dingsgroßen Drachen da? Den es ja gibt in der Zeichentrickserie? Oder vertue ich mich da wieder mit einer anderen Zeichentrickserie? Das finden wir raus nach der Werbung. Also bis gleich. Masters of the Universe. Da erlebt man die Geschichte von Castle Grayskull, einer Burg voller Geheimnisse. Mit dem Aufzug wird die Burg erkundet. Eine leichte Drehung mit dem Thronsessel genügt, um Eindringlinge wie Beastman mit der Falltür in die Tiefe zu stürzen. Abenteuer auf dem fernen Planeten Eternia. Masters of the Universe von Mattel. Zurück aus der Werbung, muss ich mich erstmal von einem Schock erholen. Ich habe mich auch total erschrocken. Ich hab mich auch total erschrocken. Fürchterlich. Ja. Pingelingelingeling. Boah, das geht aber auch schnell runter, ne? Ja, das ist leider ganz schön lecker. 5,8. Ja klar, das ist das Winterbier. Das kann was, das Sommerbier, das ist ja Plurre. Das kannst du. Das haben wir aber schon mal getestet, ne? Ja, ja. Ja, das haben wir schon mal getestet. Jeden Winter bis in Sommer. Ja, Invasion der Drachen heißt diese nette Folge, aha, wo exakt diese Szene drin vorkommt. Also ist das nicht dieser große Drachen mit dem Helm? Nee. Ach, wie heißt der denn? Ja, ihr werdet es wissen, ich komme jetzt auch nicht drauf. Aber ich der weiß, hat schon einen geilen Namen auch. Ja, der sitzt immer so in der... Ja, mit seinem Bauch. Ja, ja, ja. Die ist die, weißt du sonst noch. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, macht ich komme jetzt nicht drauf, egal. Ja, der beamt die da halt gerade weg und aus dieser Szene ist, also an diese Szene ist auch die Figur halt angelehnt. Okay. Beziehungsweise das Zubehör. Also hat er hier diesen Projektor. Also gut, das ist ja ein Beamgerät dann. Beam, oder? Irgendwas. Also dieser Drache ist auch geil, meinst du, der kommt raus? Oh. Der spuckt in die Feuer. Wir hatten ja noch keine Drachen. Ja, wäre geil, ne? Ja, und dann sieht man hier auf der Cartoon Collection hinten noch hier, es gibt He-Man, Beastman, Man-at-Arms und Skeletor. Auf Man-at-Arms und Skeletor warte ich noch. Ah, okay. Die sind irgendwie noch nicht erschienen. Aha. Also hierzulande zumindest nicht, keine Ahnung. Aber Beastman haben wir. Aber wo ist das ganz normal? Eternia? Ja, ja, klar. Eternia, Eternia. Eternia. Aus dem Ü-Seft, weißt du? Nein. Aus dem Ü-Ei. Ü-Seft, ja. Ü-Seft. Weil das so fällt, hier so komisch aussieht, als wenn die auch auf so einem, wie so einem Mond oder was weiß ich. Nein, das ist Eternia, aber da gibt es ja ganz viele verschiedene Landstriche, ne? Da sind sie halt im Felsenland. Ja, da wo die. Ey, auch die Karte, mit, haben die alle das hier mit dem, was ist Castle Grayskull, ne? Ja, das ist Castle Grayskull. Das ist ein bisschen. Achso, ich muss die Brille aufsetzen, dann erkenne ich das. Das ist neuer designt alles, ne? Das sieht so rundlich aus, ne? Ja, das hat. Ja, cartooniger eben, ne? Ja. Haben wir schon erwähnt, dass wir den Boomerhof machen? Naja, kann man nicht oft genug. Tja. So, machen wir mal hier. Gibt's da jetzt eigentlich schon T-Shirts von? Boomerhof? Ja, das wäre mal was, ne? Ja. Überleg's dir mal. Die guten Tipps kriegst du bei uns. So. So. Die Karte stellen wir die immer so hin. Hier sind wieder diese. Das ist der Waffenmeister. Oh, das ist mal so ganz normal aufgegangen, ohne kaputt zu gehen. Aber er ist wieder an allen Gelenken. Ich hab schon mal. Ne? Hier.
Geil. Da fällt mir direkt was eigentlich auf. Sieht das fast aus wie vom Playmobil Feuerwehrleute, immer diese Löschdinger, diese Zylinder, die sie eigentlich sind. Also Pylone. Genau, ja, Pylone heißt das, ja. So, dann haben wir hier den Comic, ne? Ich glaube, der ist auch neu. Da werden wir später mal reingucken. Und natürlich, der Vollständigkeit halber, will ich euch ja auch nicht vorenthalten, die austauschbaren Teile des guten Herrn. Ja, ja, ich habe sie gerade alle auch. In der Hand. Alle in der Hand. Nein. Ist da gerade was rausgefallen hier? Nein, ne? Ja, den Comic gucken wir uns später an. So. Boah, dieser Stern auf seinem Brustpelz hier. So, und geil. Zufälligerweise habe ich auch den Origins Beastman. Also der von den Origins erstes kam. Den haben wir ja schon mit der Vintage-Version verglichen. Also müsst ihr euch das Video wieder angucken, um den Vergleich in diesem Video zu haben. Irgendwie so. So, der ist auf jeden Fall viel heller. Also ich finde, das ist erstmal der Gesichtsausdruck, der erinnert mich ein bisschen an den Jin hier von dem Disney-Zeichentrick. Wie heißt der Aladdin-Dingsbums? Dieser der sieht voll irgendwie so. Der hat irgendwas von diesen Gesichtszügen so. Ach, das ist geil, wie der. Guck mal, wenn er den Kopf so dreht. Das kommt schon geil. Also, das kommt geiler als bei ihm. Bei dem Origins halt. Ja, also den Kopf finde ich auch geil. Der sieht voll clownmäßig aus, finde ich. Ja, yeah, und der sieht halt das kommt so geil. Also, wenn der so ein bisschen so diese Nacken und so, das ist. Der kann doch auch seine cool. Rüstung abnehmen, ne? Ja. Ja. Dann wollen wir doch mal gucken, ob der denn auch bepelzt ist. Weil der alte hier. So, soll ich mal aufmachen, ja? Ja, wir machen mal auf. Der alte ist hat ja so Pelz. Offen. Ja, der alte, soll ich mal zeigen hier. Der alte Silber. So. Ich hätte ja auch die Rübe vorher abnehmen können. Nee. Glatt rasiert. Boah, warum das? Was ist denn los, ey? Ja, Gesundheit. Ja. Das ist ja glatt rasiert. Das sieht doch so ein bisschen aus wie hier so ein Mohawk irgendwie, so wie so ein Punker hier. Mit ja. Weil hier sind könnte aber auch so ein Fischmensch sein. Oder? Hier sind so Nöppels drauf. Ja, er hat, wie heißen das? Nicht so Finn. Wie heißen das beim Drachen und so? Die Rücken. Bin ich bescheuert, Alter. Rückenschuppen. Rückenflosse. Nein, ja, wie so Finn. Und, ja, aber der hat hier halt so Nöppels drauf und der hat hier wie so ein Mohawk. Ja, ja. Ja, und die Augenbrauen sind auch, ne? Das ist alles ganz anders. Das ist auf jeden Fall ein komplett neuer Mold. Reden wir heute eigentlich immer dasselbe, also das gleiche, zeitgleich? Das kann eigentlich wahr sein, ey. Was ich aber interessant finde, ist, das ist ein komplett neuer Torso-Mold. Also komplett neu. Ja, guck mal hier, erstmal hat er ja gar keine Haare. So. Ja, ja. Und dann hat er hier ja... Er musste mal rasieren, wer weiß, ob er so, jetzt hat er hier hat er ja ein Sixpack. Und da hat er aber schon ein 8-Pack. Jo, tatsächlich. Da hat er noch mal eine Reihe Muskeln mehr. Der also hier diese Rippendings da oder was das da ist, das hat er bei dem Dings auch. Das haben wir dann so ähnlich gemacht. Ja, und die drei auch halt hier. Sollen ja Rippen sein oder was ist das? Ja, aber das ist anders. Ja, das ist auf jeden Fall anders. Ja. Guck mal den Arm hier. Der ist ja hier haarig. Der auch komplett. Der ist komplett glatt einfach, der Typ hier. Der ist und? Der ist hier aalglatt. Der hat hier dieses glatte Teil. Und hier ist so ein wie so ein Nieten-Ding. Ja. Und da ist ja, das schmal, hier so ein breites Ding. Ja, nur ein Zachel oben auf der Schulter, hier zwei. Ja, da hat er wahrscheinlich erst einen Drachen erledigt. Und da dann den nächsten. Das sind Drachenzähne oder so, ich weiß es nicht. Warte, ich hatte gerade noch was mir da aufgefallen war. Die Buchse. Nee, so tief war ich noch nicht. Ah, okay. Was war da denn hier? Ja, hinten ist auch. Ist egal, fällt mir. Hinten auch, nee, ist auch komplett unterschiedlich. Ich war doch schon tiefer, ich war bei den Beinen. Aber guck mal, hier ist auch komplett unterschiedlich. Ich kenne ja Leute, die könnten dir jetzt hier auch jeden Muskel benennen halt so, weißt du? Ja, Grüße gehen raus nach Hörde. Ja, zum Beispiel, ne? Also die sehen dann auch so aus. Da gibt es doch so ein paar. Ja, Kastrop gehen auch Grüße raus. Ja, stimmt. Kampfmaschine. Ja, hier, guck mal, der Gürtel mit den Nieten. Der Gürtel ist hier, fehlen. Ist komplett glatt. Hier hat er Nieten, da hat er nichts. Und wenn man vorne guckt, dann führt sich das hier weiter. Ja, klar, ist auch nicht. Da ist auch alles glatt. Ja, ja. Ja, die Buchse ist relativ gleich gekämmt. Ja, aber die Beine sind schon wieder anders. Das meine ich, er hat nämlich hier so nichts. Ja, und das hat er hier nicht. Das können ja keine Muskeln sein. Jetzt bei, nee, das finde ich komisch. Das ist, als wenn er da zu lange so komische Strumpfhosen anhat. Das sind die Muskeln, aber die Sehnen gehen hier rüber. Guck mal hier, in der Innenseite. Ach, jo. Oder was soll das sein? Ja, wahrscheinlich Sehnen. Aber das sieht wirklich, vor allem, weil das genauso ist, einfach nur gespiegelt.
Und das sieht aus, als wenn er so eine Strapse angehabt hätte. So eine Strumpfhose oder so, Alter. Und zu eng, weißt du? Ja, zu die klein. Alten Beine finde ich auch besser. Ja, auch hier alleine mit Kniekehle. Ja. Sieht hier total scheiße aus, guck mal. Das ist ja. So wie früher die Black Series, halt so bei Star Wars, die großen. Die waren auch immer kacke, also nee, die Kniescheibe, das ist okay, aber... Finde ich die alte Version besser. Ja. Was das angeht. Ja, ja. Ja, die Farbe auch, ich finde die auch nicht so sehr, sehr gut. Nee, könnte ein bisschen intensiver sein. Ja, kontrastmäßiger also. So krasseres. Ich meine, von der Buchse ist halt cool, aber das knallt nicht. Das knallt halt nicht. Ah, nee, weißt, nee, da brauchst du so Litzerot oder so, halt ja, wäre geil ja. Halt so, weißt du, da hast du wieder den Flimmereffekt gerade. Oder irgendwas mit so einem Hellblau noch oder so. Weißt du, dann wäre das geiler, ey. Ja, das stimmt. Und warum, hier, guck mal, da ist die Peitsche ist auch schwarz. Und also der Griff hier. Ja, und die neue ist. Aber rot. Was soll das sein? So ein Piratenfernrohr? Nein, das ist einschieben, hier aber Action, das ist, ja, Action, bitte. Das ist doch hier wie einschieben halt so. Und dann da drin ist die Schnur und dann ist es erst eine Peitsche. Hätte ja auch einfach hier, das Stück hätte doch gereicht, weißt du, mit so einem Lederdings. Okay, jetzt haben wir beinahe das wichtigste Detail übersehen, weil das finde ich ja sehr geil an der Cartoon-Serie oder an der Cartoon-Figuren-Serie, dass sie immer noch ein Detail dazu packen, weil wir haben ja eben über diesen Beamer auf dem Cardback da gesprochen und der ist tatsächlich dabei. Das ist auch wirklich massiv, das Teil. Normalerweise machen sie sich sehr billig und machen das da drunter hohl. Aber das ist ein richtig massives Ding. Krass. Ich pack den mal wieder ein hier. Ja, oder so. Soll sich ja nicht verkühlen. Ja, ich dachte für eventuelle Videoshots mit ihm noch. Ja, Videoshots mit ihm müssen wir später gleich noch machen. Da muss er sich dann wieder ausziehen, aber ihr kennt das ja Business. Ich finde das ja schon wieder geil. Ne? Das sieht ja schon wieder fast aus wie so ein Mini-Raumschiff. Jo. Guck mal, die Griffe machst du weg hier. Hast du hier so wie so Mini-Kampfstern Galactica, hier unten halt so Düsenfüße dran oder so? Das ist geil. Ja, stimmt. Und das könnte so ein Walker sein. Ach hier, Edith 209. Das ist dann so ein Fork-Walker halt irgendwie so. Ja, das hier, kennst du das noch früher? Diese ja, wo du hinten drauf drücken musstest. In das Spiel gehen wieder. Alter, geil. Ja, aber der hat ja dann auch zwei Haltegriffe, also zwei Haltearme, damit er das hier auch mal... In der Hand nehmen. Ja, jetzt kann. Guck mal, wie hält man den denn so? Ja. Oh, so, was ja. Ist denn heute los? Das ist hier das gute Bier. Ja, das vor allen Dingen übrigens jetzt bei uns im Getränkemarkt unseres Vertrauens für 1,49 der Viererträger, sonst 3 Euro. Ja. Wow. Also auch nochmal günstiger, als wenn du so im normalen Ding bist. Jetzt kommt ihr mal billiger. Und das ist noch haltbar bis Juni 24. So. Nicht so, dass ich hier Bier mitbringe, was schon abgelaufen ist. Aber von daher. Nö, das ist nicht. Guck mal hier, jetzt hat er den hier schön, den Beamer, kann ich das hinstellen? Du hast doch Stands, ne? Ach ja, ich habe ja auch Stands. Ja, ihr seht es doch, ihr seht's doch in der Nahaufnahme. Da sind sie auf einmal da, ne? Da sind sie auf einmal da. Zauberei. Bei der Macht von... So, jetzt haben wir aber noch den Comic. Eieieiei, den Comic. Ich finde dieses Teil total geil, Alter, ey. Das ist wie ein Raumschiff. Ja, so kommt der auch ins Regal. Als Kini hätte ich das genommen für Mini-Soldaten oder so, als Raumschiff auch so. So kommt das egal. Klasse. So, auf dem Cover sehen wir He-Man... der er ja fast schon erschlagen wird von einer Horde Untoten. Mit ne? Steil erhobenem Schwert halt. Ne? So, was waren das? Was sind da jetzt keine besonderen Charaktere? Die Skeleton Warriors. Ja, die Harryhausen, ne? Die Harryhausen, Digga. Ey, der hat übrigens bei, ich glaube bei Spione wie wir, taucht der kurz auf, bei Harryhausen. Hm. Doch Spione wie wir ist mit Dan Aykroyd und Sherry, nee, nicht Sherry, ach, Tom Hanks. Ist ja? Das nicht Spione wie? Nee, das ist hier. Auf jeden Fall mit Eckhold. Nein, Schlappe Bullen beißen nicht, war das. Ich okay. Vertan. Auf jeden Fall taucht. Nicht, dass ich mich jetzt damit vertue. Nee, ist was anderes. Auf jeden Fall ist da Harryhausen kurz zu sehen. Also. Ah. Der spielt da irgend so einen Typen auch. Also. Okay, ja. Kurz bevor er verstorben ist. Also. So eine Stan Lee-Rolle. Ja. So, wir wollen mal einen Comic hier machen, ne? So, Beastman fährt im Roton so durch die Gegend. Dann kommt Skeletor. Es macht Kavum. Der Roton ist kaputt und Beastman... Krakow. Macht es. Der Roton ist kaputt, Beastman liegt in der Ecke rum und dann kommen die Masken der Macht. Ach, das sind die Masken der Macht, okay. Ja, und dann setzt er sich die auf und transformiert sich in so einen... Aztekengott. Azteken über Beastman irgendwas. Ja genau, was ist das denn für eine heilige Stätte da? Ja, so eine Maya-Stätte vielleicht. Man weiß es nicht. Kannte man vorher auch nicht, oder was? Mal hier. Aus Dings hört. Bestimmt, aber erinnere ich mich nicht dran.
So, dann befiehlt er irgendwen, hier, nimm die Maske der Macht, tralala, und dann setzt er auf und ja, Dinge passieren. Und da hat er auch sein komisches Beam-Gerät schon. Ich muss nochmal unterbrechen. So, ja, bitte. Warum haben die denn dann nicht wenigstens diese Maske dabei gepackt und so einen Austauschkopf, ja, wenn er eh schon so einen nackigen Körper die hat? Die Maske so nicht der Macht, die sind ja beim Cartoon Skeletor dabei. Kannst du austauschen. Ja, ja, so viel habe ich mich selber schon gespoilert. So, Beastman befehligt so eine Armee, dann kommt Stratos an und sagt so, ja hier, so geht das aber nicht. Und He-Man ist schon auf dem Weg im Wind Raider. Seit wann haben die denn Hologramme? Also Hologramm-Dings. Naja, ja, das ist mal. Ja, das kenne ich aber woanders her. Ja, so ein bisschen geklaut. So, und dann hologrammiert er sich hier bei He-Man in Wind Raider rein und He-Man grinst nur und sagt so, ich weiß, alles klar. So, dann hier, die Stratos-Armee geht mit den anderen in den Kampf, aber Beastman hat sein komisches Gelöt, dieses hier nämlich, hier, könnt ihr sehen, und macht piu, 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 und dann sind die alle weg. Übrigens viel, viel kleiner da in dem Comic in seinen Händen, als es hier, ne? Stimmt. Bei der Figur ist also. Gibt es eigentlich diese anderen Stratos-Mannequins? Es gibt nur einen Stratos. Ja, aber hier gibt es diese Flügel. Es gibt nur einen Stratos. Nein, aber diese Flügeldings hier. Wie ja, stimmt, da hätten sie ja auch mal ein paar mehr. Bei Flash Gordon. Nee, gibt's, zum Beispiel so Vogelmenschen. Gibt nur Stratos. Wenn du hier Army Building machen willst, dann musst du dir ganz viele Straten kaufen. Ja, oder Stratosse. Übrigens, als wir. Wo war das? Da sind wir zu Grayskull-Con gefahren, ne? Da war da nicht ein Stratos-Grill? Ja, da war und der da ist meine Kamera abgekackt, da habe ich auch so Auto wir standen an der Ampel und hinten war ein Stratos-Grill. Schon verrückt, da war der Stratos-Grill. Irgendwo auf der Fahrt dahin, endgeil. So, ja gut, weiter geht's hier. He-Man, Stratos, die Sorceress macht auch noch Alarm und dann kämpft He-Man schon weiter gegen irgendwelche Skelette und He-Man macht nur, ich krieg dich. Natürlich. Ja, weiter geht's. Keine Zeit verlieren hier. So, das Schwert ist immer noch eingeschlossen oder ist eingeschlossen. Beastman versucht es aber zu befreien. Zu spät, da kriegt er wieder einen ab. He-Man nimmt sich das Schwert und sagt, so, jetzt bist du dran, Kollege. Oh. So, ja, streckt das aber schön entgegen. Ja, zack, kriegt er einen übergebraten. Aber guck mal, das ist ja erst so das Schwert. Nein, die verbinden sich ja, die beiden Schwerter. Das Schwert der Macht oder wie das heißt, keine Ahnung, die verbinden sich. Das verwirrt mich gerade total. Ja, egal. Egal. Ja, und dann hat er das und gibt Beastman schön einen über der Glocke. Beastman guckt nur, schnappt sich einen Roton und sagt so, uiuiui, da bin ich mal weg. Tschüss. Und und Stratos sagt so, ey, danke He-Man, du hast wieder den Tag gerettet. Ja. Und He-Man auf dem letzten Bild guckt so. Das ist geil, ne? Ich weiß. Alter, ich bin der Geilste. Ich weiß. Danke, Kron, du hast mir den Tag gerettet. Ja, das ist der Comic. So, welche Figur gewinnt? Von der Farbgebung die alte Origins-Ausführung. Aber ich finde, das Gesicht, obwohl das natürlich auch strange ist, aber ich finde, das hat was. Das Gesicht gewinnt. Und weil das wirkt halt, wie gesagt, wenn du hier Positionen machst mit dem Kopf und so. Das ist schon geil. Schade, dass hier nicht, weißt du, dass irgendwie. Also knalliger ist, kontrastreicher halt oder so, ne? Den Körper generell finde ich bei der alten auch besser. Ja, hast du schön gesagt. Ja, Pingelingeling. Ja. Ich enthalte mich jetzt mal bei der Stimme. Kann auch mal sagen hier. Ping erstmal! Naja, aber so hat jede Figur wieder ihre Vor- und Nachteile. Ich finde den neuen Körpermod nicht so, habe ich eben schon gesagt. Kann schwierig. Man eigentlich bei diesen jetzt, kann man die Gliedmaßen austauschen? Ja, klar. Nein, aber ich meine gegeneinander. Ja, eigentlich ja schon. Also so wie wir das letztens ausprobiert hatten mit der Sliver halt und hin und her. Ja. Aber was? Ich würde den Kopf abnehmen und den da drauf packen. Und das war's. Aber dann sieht das wieder farblich scheiße aus, finde ich. Ja, aber ich meine vielleicht für Customize. Die lackieren das ja nochmal über. Schöne und machen Grüße an die Master Sachen. Die und an Poking Joe. Ach ja, genau. Grüße genau. Ja, geht's mal ohne Kack. Es ist auch schon geil, aber da fehlt dann halt jetzt die richtige Farbgebung. Ja, ja, klar, aber das kannst du ja alles immer neu machen. Das kannst du ja, würde ich hier eh machen mit den Haaren, dass sie hier so ein bisschen so wie nicht Weathering halt, aber so das ist halt aussieht wie ein Pelz. Ja, dunklere Partien. Wie ein Männerpelz. So, ja. Ups. So, ja. Na, okay. Bevor das hier wieder zu lang wird, machen wir noch mal Pingelingeling. Ja, nicht hier. Genau, wir haben ja schon die Länge der Beinchen eigentlich vermessen. Ob hier eine länger ist oder so.
er nun wieder, weißt du? Ja, ja, komm. Ja, tatsächlich. Wer ist länger? Jetzt guck mal bitte. Ah, die alte ist länger, ne? Ja. Ja, warte mal, nee. Halt du mal die alte. Halt du mal die alte, ja. Ich halte ja, die neue. Ja. Ja. Die alte Peitsche ist länger. Und zwar würde ich sagen jetzt... 1,5 Zentimeter oder was ist ja, das? Ja, so 1,5-2 Zentimeter. Ja. Krass. Schon länger. Weil das, obwohl diese... Ja, ansonsten ist es gleich. Ja, der ist halt, ja. Ja. Das ist, haben wir das nämlich auch noch gehört. Hätten wir fast vergessen. Haben wir fast vergessen. Aber wir vergessen ja immer irgendwas. Ja. Und deswegen mögt ihr das ja auch, weil das hier so jetzt hat er vergessen. Ich wollte chaotisch und anarchisch zusammen verbinden. Deswegen kanarchisch. Deswegen wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr ja seht. Und ihr könnt jetzt was? Ja, rülpsen. Genau, und abschalten. Abschalten, abschalten. Oder zum Biest werden. Ja, abschalten. Vollmond eigentlich nicht. Abschalten, 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 abschalten. Wäre ja besser gewesen, aber man kann sich ja überbeugen. Ja. Ja. Use the force. Ja. Ja. So, heute gar keinen Spaß vorher. So, jetzt haben wir ein Bierchen. 3, 2, 1. Warum? Weil ich vergessen habe wieder, wie die scheiß Folge heißt. Ich muss mal meine Rechner und nachgucken. Ja, es ist halt hier super professionell, ne? Absolut. Hättest du das mal gescriptet, ne? Mann, Alter, man kann sich ja auch mal ein bisschen vorbereiten, ne? Oh, ich habe vorher auch noch kein Bier getrunken. Jetzt, was macht er jetzt? Jetzt sucht er hier in der VHS-Schränke, weißt du, welche Folge? Geil, ich guck mir den mal so lange an hier. Ist schon grell, ey. Ja, ich bin schon wieder da. Ach, back again. Die Incredible Beastman in the place to be. So, abschalten, Popakal, so, abschalten. Aber bei dem alten abschalten, sind die Beine ja auch abschalten, abschalten. Das sehe ich was ja jetzt erst, die Oberschenkel. Also was denn jetzt? Die Oberschenkel, guck mal. Ja, aber unten nicht. Ja, aber das ist ja komisch. Der hat hier Schuhe das an. Das ist aber strange, dass er da komplett unbehaart ist, dass du das nicht so ein bisschen weißt, dass dann hier irgendwie... Ich finde das alles schlimm. Das ist ja jetzt mal strange. Ich möchte keine Reviews mehr machen. Ich finde, das war das Letzte.